Moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Call of Duty Modern Warfare Video hier auf meinem Kanal. Heute werde ich euch wieder ein paar Tipps geben und ich zeige euch ein Tutorial von einer Waffe. Und zwar geht es heute um die P90, eine Maschinenpistole. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir würden direkt mal in die Klasse reinspringen. Ich spiele die P90 grundsätzlich mit Spezialist und eine Sekundärwaffe, also die Pumpgun. Ich spiele ohne Mündung, dafür spiele ich mit dem ersten Lauf. Was soll ich euch dazu sagen? Ich sag nicht viel dazu, ich zeige euch einfach alles, was ich am Start habe. Dann spiele ich mit dem zweiten Schaft, fliegender Gurt. Dann natürlich extra darf Fingerfertigkeit nicht fehlen, wenn man die ganze Zeit nur am Rushen ist, vor allem jetzt bei der Map Shipment. Dann habe ich den ersten Griff für euch. Man kann natürlich auch die anderen benutzen, je nach Spielstil. Dann Unterlauf, habe ich auch den ersten Unterlauf, Griffband, Unterlauf, gemusterter Griffband. Und ja, wie gesagt, je nach Spielstil kann man halt auch die anderen Unterläufe und Griffe verwenden. Dann spiele ich natürlich die Pumpgun, die R9-0. Meine Extras spiele ich Extra 1 Overkill, dann Hardliner, damit ich meinen Spezialist schneller erreiche. Trapnel als erstes, Spezialist Geist, Fährtenleser und dann KRD. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Jetzt werden auf jeden Fall noch zwei Gameplays kommen von der neuen Map Shipment. Und haut rein, euer Escobar. Peace. Abschuss bestätigt.
bei fertig. Thank you.